Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Gear Hades und euer Minecraft-Stuff, hallo. und wir sind hier mit dem inzwischen neunten, Zehnten. zehnten Teil von Elder Scrolls bzw. Skyrim FAQ, wo wir eure Fragen beantworten. Letzte Woche gab es ja beim guten Minecraft-Stuff schon das Revival bzw. die Reunion dieses Formats, das wir davor, wir haben das dann festgestellt, tatsächlich zuletzt 2013 im Dezember die letzte Folge hatten. 2014 haben wir einfach mal ausgelassen und jetzt haben wir 2015 eben schon die erste Folge gebracht. Link dazu natürlich, wie immer bei den Teilen, wenn ihr den vorherigen Teilen verpasst haben solltet, was ich nicht glaube, aber trotzdem unten in der Videobeschreibung. Und jetzt geht's weiter mit euren Fragen. Und los geht's mit Yannick Maye. Der hat gleich vier Fragen, die wir alle beantworten wollen. Ich habe vier Fragen an dich bzw. euch. Erstens, welchen Spielstil spielst du oder ihr am liebsten in Skyrim? Assassine, Krieger, Magier etc.? Ich lege gleich mal los. Das ist eine Frage, die wir schon öfters beantwortet haben, deswegen halten wir es kurz. Ich war immer und werde es wohl auch in künftigen Teilen sein. Ein Assassine hat mir irgendwie am meisten Spaß gemacht, aus dem Schatten heraus, aus dem Stillen, eben die Gegner auszuschalten. Genau, das trifft auch für mich zu. Ich hatte immer unendlich viel Spaß daran, leidenschaftlicher Assassine zu sein, weil das auch immer so dieses taktische Denken erfordert, dass man sich vorher Gedanken machen muss, bevor man irgendwo reinstürmt. Und das hat mich einfach unglaublich gereizt. Genau, also Krieger war auch nicht so mein Ding. Wobei man sagen muss, wir haben gleich beide als Assassine auch noch ein bisschen Magierkünste gehabt, einfach weil es da hilfreiche Zauber gab, die eben das Assassinenleben erheblich erleichtert haben. Genau. Zweite Frage: Wie findest du Elder Scrolls Online? Wie findest du es denn? Ich persönlich habe es damals in der Beta-Phase getestet, hatte damals auch für euch ein Testvideo gemacht, aber ich bin dann leider, wie gesagt, verschwunden, bevor das Presseembargo gefallen ist. Deshalb habt ihr das Ganze nie zu sehen bekommen. Meine Meinung damals war dazu gewesen, dass es ein solides MMORPG ist, aber nicht wirklich ein Teil, der sich gut in die Elder Scrolls-Reihe einfügt, weil es ist natürlich, das Skyrim-Feeling kommt nicht mehr so auf, wie wir es von früher kannten. Zudem sind auch gewisse inhaltliche Fehler gemacht worden, dazu demnächst auch auf meinem Kanal mehr. Da werde ich mal auf einen großen inhaltlichen Fehler hinweisen, der gemacht wurde. Und allgemein finde ich, dass dieses Elder Scrolls-Feeling, was man immer bekommen hat, nicht so wirklich da ist. Und ich würde mich echt wieder freuen, wenn dann Elder Scrolls 6 wieder in alter Tradition ein Singleplayer-Teil werden wird. Wie war es jetzt bei dir? Will ich mehrere Dinge zu sagen. Ich hatte damals auf dem Kanal, wo du verschwunden warst, also quasi Lautlosigkeit und Unsichtbarkeit gleichzeitig gewirkt hattest, hat voll super funktioniert, habe ich einen FAQ-Teil gemacht. Ich bin quasi fremdgegangen, tut mir leid. Aber nicht mit der Skyrim History, was will ich immer mit History, mit dem Skyrim FAQ, sondern oder ich hatte auf meinem Kanal ein TESO FAQ. Das habe ich damals mit dem Patrick, einem Kumpel, zusammen aufgenommen. Das waren zwei Teile und da haben wir auch in der Beta-Phase schon darüber geredet. Ich selber habe es nämlich auch nie gespielt, habe mir aber dann die Meinung eben anderer eingeholt. Ja, gehen die Meinungen so ein bisschen auseinander. Die einen sagen, ist ein ganz gutes MMO eben, aber ja, also dieser Zauber von Elder Scrolls, der will wohl nicht so überspringen. Dazu will ich sagen, weil du ja auch gesagt hast, du willst lieber wieder einen klassischen Elder Scrolls-Teil. Ich natürlich auch, aber muss halt immer bedenken, das waren nicht die Entwickler, die Elder Scrolls-Teile davor gemacht haben. Das Genau, ist das war Bethesda Zenimax. Softworks, sondern genau, das ist ZeniMax, das ist was anderes. Das Ganze ist ein komplexes Unternehmensgeflecht, die gehören schon irgendwie zusammen, aber das sind nicht die Leute, die hinter Skyrim, Oblivion, Morrowind etc. stecken. Und insofern sehe ich das auch lockerer. Also auch wenn da geschichtliche Sachen nicht stimmen, ist es für Fans immer nicht gerade das Tollste, denn wir sind alles leidenschaftliche Elder Scrolls-Fans, denke ich mal. Und da ist man natürlich ein bisschen sauer, wenn dann ein paar Ungereimtheiten auftauchen. Das würde aber also Bethesda Softworks niemals passieren, die seit Jahren die Serie betreuen. Und wenn da dann mal Elder Scrolls 6 kommt, wird das auch wieder passen im Gesamtkontext. Also bin ich da zuversichtlich. Und wie gesagt, ein Elder Scrolls Online stört überhaupt nicht die Entwicklung eines möglichen Nachfolgers. Würde ich als, ja, separates Werk betrachten, was vielleicht nicht so wirklich in die Chronologie der Elder Scrolls-Reihe passt. Genau. Zur dritten Frage: Wie würdest du es finden, wenn man Skyrim online mit Freunden spielen könnte?
gleich mal an dich, Minecraft Stuff. Wie Skyrim würdest du das Online denn finden, wenn wir mal zusammen Elder Scrolls spielen können? Die Mod, also es gibt ja eine Mod, die man sich bei Nexus runterladen kann, die hat aber ihre gewissen Schwächen, also die ist sowohl grafisch nicht sehr gut geworden und strotzt auch nur so von Bugs, das hat sie mir damals auch ein bisschen kaputt gemacht, aber wenn es da ein wirklich durchdachtes System dahinter gäbe, wo man Dungeons gemeinsam lösen kann, vielleicht auch mit Rätseln, die nur zu zweit gehen, solche Geschichten, dann könnte das durchaus einen Reiz haben, zumal das auch was wäre, was man dann, ich sag mal, mit YouTube-Zuschauern und so gemeinsam machen könnte. Vielleicht wäre das ja was, was man dann beim Elder Scrolls 6, was hoffentlich in ein paar Jahren kommen wird, also was man dann machen könnte. Darauf hätte ich eigentlich schon Lust, solange man halt kein ganzes MMO draus macht. Da ich, Schande über mich, Elder Scrolls bzw. Skyrim immer nur auf Konsole gespielt habe und der PC ist definitiv der bessere Ort, um das zu spielen, konnte ich auch diese Mod nicht nutzen und es muss im nächsten Elder Scrolls einen Koop-Modus geben. Einfach, ich will da mal mit Freunden losziehen, weil wenn ich mir vorstelle, was schon Skyrim für ein Spaß war und das dann noch zu zweit erleben und ich spiele eh total gern Koop-Spiele, oder wenn wir zwei da mal zusammen losziehen würden, wow, das wäre echt super. Also das würde mich total freuen. Würde auch unsere Videos, denke ich, voranbringen. Wir könnten dann auch zusammen, würden in den Videos von den anderen vielleicht mal auftauchen, wenn wir zusammen dann hier durch Hammerfell oder vielleicht durch Hochfels, wer weiß, laufen. Haben wir ja im letzten Teil schon ein bisschen unsere Wünsche geäußert. Das wäre schon richtig cool, muss ich sagen. Vierte Frage. Mögt ihr Chicken Wings? Okay, so, Skyrim-Frage, mögt ihr Chicken Wings? Ja, wer mag keine Chicken Wings? Vegetarier. Genau das wollte ich auch sagen. Wer mag keine Chicken Wings? Jetzt mal ehrlich, außer Hühnchen vielleicht, ja. Wer mag ansonsten keine Chicken Wings? Vegetarier, Veganer sind wir nicht. Also, wer Fleisch isst, isst doch auch Chicken Wings, oder nicht? Ja. So, jetzt machen wir mal mit einer ernsthaften Frage weiter. Hast du noch was gefunden? Daniel Deutschen fragt etwas, was wir in letzter Zeit sehr oft gelesen haben, nämlich... Stellvertretend für all diese Leute, was haltet ihr von den Gerüchten um The Elder Scrolls 6? Ich glaube, da gibt es eine ganz eindeutige Antwort dazu. Nüscht. Exakt. Also das Ganze wurde ja in die Welt gesetzt von einer amerikanischen Spiele-News-Seite, die sich in den letzten Jahren schon öfters dadurch bekannt gemacht hat, dass sie ihre Klickzahlen gesteigert hat, indem sie gefälschte Artikel online gebracht hatte, die dann sofort viral gegangen sind, und so wird es wahrscheinlich auch hier sein. Die Erfahrung hat einfach gezeigt, wenn das die Seite ist, die zuerst eine Neuigkeit rausbringt, dann ist es höchstwahrscheinlich eine Fälschung, und so würde ich das auch hier beurteilen, zumal Bethesda das Ganze auch schon indirekt in ihrem Blog dementiert haben. Genau, also gebt da nicht zu viel drauf, es tauchen auch hier und da mal immer Videos in YouTube dazu auf. Schaut dann erstmal auf die offiziellen Bethesda-Seiten und guckt, ob da was dran ist. Denn wenn was dran ist, äußern die sich im Regelfall auch dazu. Zudem ist es so, dass wenn solche Sachen dann wirklich angekündigt werden, Bethesda zeichnet sich unter anderem dadurch aus, dass die wirklich unfassbar gut dicht halten. Das war bei den vorherigen Teilen schon immer so. Es gab da eine große Ankündigung. Dazu wird meistens wirklich eine große Bühne genutzt. Das heißt, es ist entweder irgendein Event oder eine Messe, bei dem das Ganze dann eben angekündigt wird. Und insofern, ihr kriegt das dann auf jeden Fall mit, wenn es angekündigt wird, denn das wird dann auch groß überall plötzlich in den News auftauchen. Aber so kleinere Videos oder Blog-Einträge oder solche Sachen, gebt da mal echt nicht so viel drauf. Und wenn ihr uns folgt, verpasst das sowieso nicht. Denn wenn was irgendwo gezeigt wird, wo was dran ist, sieht er das auf unseren Kanälen. Genau, und wenn so wir nicht berichten, könnt ihr davon ausgehen, dass wir das als billige Fälschung nicht für nötig erachten, euch davon etwas zu erzählen. Genau so ist es. Dann haben wir auch die nächste Frage von Adis Kausevich. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Kann man eigentlich Skyrim auf der Next Gen zocken, aber nicht online, sondern wie Elder Scrolls 5? Dazu will ich zwei Antworten geben. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel eine PlayStation 3 hast und hast da Skyrim und hast jetzt eine PlayStation 4 und willst da diese Disc einlegen und spielen, wird das nicht funktionieren. Denn die PlayStation 4 als auch die Xbox One ist zu ihrem Vorgänger nicht abwärtskompatibel und somit kannst du alte Spiele darauf nicht spielen. Das heißt, das ist schon mal nicht möglich.
Zudem wird es wohl, wie es jetzt aussieht, auch keine Neuauflage oder ein Remake von Skyrim für die Next-Gen-Konsolen geben, was ich sehr bedauerlich finde. Hätte ich super gern gesehen, irgendwie nochmal eine Skyrim Edition für Xbox One und PS4. Wäre hammergeil gewesen. Hätte ich sofort gespielt, sofort gekauft. Hier, nehmt mein Geld, Bethesda. Wäre ich sofort dabei gewesen. Ist aber auch nichts angekündigt. Ich glaube, du hattest auch mal gemeint in einem Gespräch, das wäre sogar mal dementiert worden. Genau, der Bethesda-Blog, also Beth-Blog, wo die Spieleentwickler direkt Neuigkeiten rauswerfen, die haben das sogar dementiert, weil es da mal vor einer ganzen Weile schon Gerüchte gegeben hat. Und die haben damals gesagt, klipp und klar, das wird nicht kommen. Also da müssen wir euch leider enttäuschen. Aber wie gesagt, super schade. Aber einen kleinen Hoffnungsschimmer will ich euch trotzdem noch auf den Weg geben. Phil Spencer, CEO von Microsoft, hat mal in einem Podcast so ein bisschen darüber geplaudert, beziehungsweise hat die Frage bekommen, wie sieht es denn aus mit der Xbox mit Abwärtskompatibilität? Wird da noch was kommen? Prinzipiell hat er gesagt, dass das möglich wäre, ist halt mit viel Arbeit verbunden. Sie haben das auch noch auf ihrer To-Do-List, das heißt, sie wollen die Konsole noch abwärtskompatibel machen, aber es steht von der Prioritätenliste nicht gerade weit oben, da stehen andere Sachen weiter oben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass vielleicht im Jahr mal ein Update, ein Systemupdate für eure Xbox One rauskommt, ihr ladet euch das runter und plötzlich gehen vielleicht nicht alle, aber einige Spiele. Und dann könnte man, gesetzt im Fall, auch Skyrim auf der neuen Konsole spielen, aber einen wirklichen Mehrwert hättet ihr halt dann nicht davon, weil es halt dasselbe Spiel, wie ihr auch auf eurer alten Konsole gespielt habt, ohne grafische Veränderung oder desgleichen. Aber das ist so die einzige Hoffnung, die man hat, dass man auf einer Next-Gen-Konsole mal Skyrim spielen kann. Exakt. Hoffen wir mal, dass das noch in diesem Leben geschieht. Ich würde sagen, eine Frage schaffen wir noch? Ja. Ja, auf jeden Fall. Und zwar, dann nehmen wir mal Turo Vico. Meine Frage an euch, was ist eurer Meinung nach die am coolsten aussehende Rüstung in Skyrim, Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire zusammen? Ja, sehr subjektive Frage mal wieder, jetzt ohne fachliche Sachen zum Abschluss. Durchaus interessant. Puh, gibt viele hübsche Rüstungen in Skyrim. Also ich finde ja die Dethrische ganz hübsch, aber nicht die hübscheste, ich überlege gerade. Ich finde die Nachtigall-Rüstung ja, ist eigentlich. Die hätte ich jetzt cool. Auch gesagt. Ah, die sieht auch, die passt auch so zu dem, wie man sie nutzt. So dieses Assassinen-mäßige, wie man sich anschleicht und so dieses dunkle Aussehen, wie man sich da rein verhüllt, ist eigentlich richtig gut, finde ich. Also mein absoluter Favorit wäre das. Ist auch mein absoluter Favorit, aber ich will noch dazu sagen, ich mag auch die Drachenrüstungen, die man schmieden kann, die dätrischen Rüstungen. In Dragonborn gab es noch, ich glaube, Stahlrim hießen die Rüstungen, ja. Diese etwas türkisch schimmernden, die sahen auch echt cool aus, ein bisschen peppiger irgendwie. Also da gibt es einige hübsche Sachen, aber doch, die Nachtigall-Rüstung ist absolut mein Favorit, hat irgendwie so ein bisschen superheldenmäßig was, finde ich, wenn man damit rumrennt. Ja. So, aber ansonsten habe ich das eigentlich auch immer so von dem jeweiligen Spielstil abhängig gemacht, mehr als das Optische jetzt. Ja, auf jeden Fall, das auch. So, eine Frage noch? Ja, komm, mach mal noch eine. Weil du es bist. Hey, das ist ja mein, hier, das erscheint auf meinem Kanal. Ich will hier der großzügige Typ sein. Komm, ein Video noch, komm, eins geht noch. Das Glück, dran zu kommen. Also, ich darf noch eine raussuchen. Ja, weil an dieser Stelle nochmal vielen Dank für die vielen netten Fragen, die ihr hier geschickt habt. Wir können gar nicht alle beantworten, aber wie gesagt, wir versuchen so viel wie möglich und so gut wie möglich zu beantworten. Und ihr könnt natürlich auch wieder jetzt hier in den Kommentaren weiter Fragen stellen. So, jetzt zur letzten Frage. Okay, ich scrolle gerade mal durch und schau mal, was ich finde. Du kannst auch gerne nebenbei schauen, und wer die so eine Frage findet, die ihm gleich ins Auge sticht, kannst du die auch direkt raushauen. Ich habe ja eine Frage, die geht an dich direkt. Die darfst du dann beantworten. Interessiert mich nämlich auch, deswegen stelle ich dir die jetzt einfach mal. Jonas Jeffremov, so rum. Wirst du, also Minecraft-Stuff, mal ein einziges Oblivion-Gameplay bringen? Fände mal cool, wie du in dem Game bist. Hast du vor, irgendwann mal was zu Oblivion zu bringen oder vielleicht auch so ein Mythending? Wenn Skyrim irgendwann so... Ja, also in den Mythen hat das ja bei mir schon immer mal eine Rolle gespielt. Da hat man auch immer mal schon so ein paar Sekunden Gameplay gesehen. Natürlich jetzt nie irgendwas Größeres am Stück, aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eben weil es auch, jetzt habt ihr ja sicherlich schon das Sheogorath-Video gesehen, sehr den Weg für Skyrim bereitet hat. Vor allem, wie gesagt, die zitternden Inseln damals. Und ja, sicherlich werde ich sowas immer wieder mit einbauen, aber nicht in der Form eines Let's Plays, sondern einfach nur, wenn es darum geht, zum Beispiel die Geschichte zu erläutern, dann hat Oblivion da in vielerlei Hinsicht immer mit den Weg bereitet und wird natürlich auch bei mir eine Rolle auf dem Kanal spielen.
Und das war's auch schon wieder mit diesem FAQ-Teil. Den nächsten Teil, das ist dann Teil Nummer 11, wird es wieder beim Kanal oder auf dem Kanal von Minecraft-Stuff geben. Wann das sein wird, können wir euch noch gar nicht sagen. Da haben wir dieses Mal noch keinen konkreten Termin. Wird es aber auf jeden Fall geben. Und Teil 12 dann wieder bei mir, wie immer im Wechsel eben. Das heißt, ihr könnt unter diesem Video gerne wieder Fragen stellen, gerne aber auch bei Facebook unter dem entsprechenden Post, den ihr jetzt sehen werdet, könnt ihr auch Fragen reinklopfen und dann schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal beantworten werden. Genau. Das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. Schönen Abend oder Tag euch noch, was auch, welche Uhrzeit es auch immer sein mag. Haut rein. Wünsche ich euch auch. Bis zum nächsten Mal.